Gesundheit braucht Bestätigung. Das brauchen wir einfach, um gesund zu sein und vor allem, um gesund zu bleiben. Wir brauchen immer wieder regelmäßige Bestätigung dafür, dass wir gesund sind, dass wir gesund aussehen, dass wir etwas Gesundes tun, dass wir uns meinetwegen bewegen, dass wir etwas Gesundes essen, dass wir ausgewogen essen. Dass wir dem anderen Komplimente machen, wie gut sie oder er aussieht, um einfach auf seine oder ihre Gesundheit hinzuweisen. Das ist etwas ganz Wesentliches in unserem Leben. Das sind Komplimente eigentlich. Und Komplimente machen wir uns auch zu wenig. Ich habe schon einige Artikel darüber gemacht, wie wichtig es ist, sich immer wieder auch Komplimente zu machen. Wenn sie natürlich stimmen und authentisch sind. Und so ist das eben auch mit der Gesundheit. Gesundheit braucht, um gesund zu sein, um resilient zu sein, tatsächlich die Bestätigung, die Suggestion der Gesundheit. Ach Mensch, siehst du toll aus. Ach, das wirkt aber wunderschön einfach auch. Und das weist darauf hin, dass es vorwärts geht und dass wir uns wohlfühlen. Und dass du gesund bist und ich gesund bin. Also nicht nur dieser platte Spruch, wie wir ihn bei der Corona-Pandemie haben, bleiben Sie gesund. Das war so ein niedlich gemeint, ist auch okay und geht auch in diese Richtung, sondern tatsächlich immer wieder diese Bestätigung in auch subtiler Art und Weise, du bist gesund, du siehst gesund aus, du machst etwas Gesundes, das ist schön, dass es so ist. Und dieser Faktor wird oft unterschätzt, das ist etwas sehr Suggestives, dass wir für die Erhaltung unserer Gesundheit und damit die Erhaltung unserer Existenz brauchen, ganz dringend immer wieder brauchen und das sollte eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit werden, diese Gesundheitssuggestionen oder Gesundheitskomplimente zu machen, sodass sich ein Mensch immer wieder bestätigt fühlt. Ich habe gestern ein kleines Video gemacht über das Bestätigtwerden. Wir brauchen Bestätigungen, um uns zu erhalten, um zu sein, um unsere Existenz selber anzuerkennen und natürlich unsere eigene Existenz dann auch von anderen Menschen anerkannt wird. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und es wird gerne unterschätzt und so eine Selbstverständlichkeit oder es wird meinetwegen jetzt auch nur medikalisiert, wo man zu Experten, Expertinnen geht, die dann eben die Gesundheit, für die Gesundheit zuständig sind, wie Therapeuten und Ärzte und all das medikalisierte Wesen. Und das ist natürlich nicht gemeint damit. Das ist auch ganz wichtig. Aber diese selbstverständliche tägliche Bestätigung dessen, dass du gesund bist, dass du gesund scheinst, dass es weitergeht. Also diese Zuversicht, dieser auch Optimismus, dieser gesunde Optimismus, das ist das, was uns trägt, was uns immer wieder so wichtigerweise in unserem Leben trägt. Und es ist ja sowieso ganz gut, Komplimente zu machen oder auch zu loben. Es wird zu wenig gelobt, Erwachsene werden zu wenig gelobt. Bei unseren Kindern findet das vielleicht teilweise wieder in einem Überschwang statt. Also ich bin ja nicht immer oder ich muss nicht immer auf Lob angewiesen sein, aber Erwachsene brauchen das immer wieder und es wird zu wenig gelobt, wird alles so als selbstverständlich vorausgesetzt oder die Selbstverständlichkeit ist, man geht zum Arzt und all das und der misst dann Blutdruck und den ganzen Standardkram, der da ist, aber nein, sondern in der tätigen, täglichen Begegnung immer wieder diese, ich nenne es mal gerne Komplimente machen, Mensch, ist das toll, dass du da bist und das fühlt sich gut an, nicht? Vorausgesetzt immer, es ist so. Und das ist dieser Optimismus, den unsere menschliche Gesundheit braucht, um aufrechterhalten zu sein, aufrechterhalten zu werden.